Jo, willkommen zu einem kleinen Let's Play so zwischendurch. So, komm, reagiere. V-Mode. Hallo? Reagierst du mal? Hallo? Ich halte voll auf die Leiste. Danke. So. Ja, also. Nein, ich werde es nicht jetzt ganz spielen. Sondern. Viele von euch wollten doch sicher mal sehen, wie ich mich aufrege. Oder es hören. Und das Spiel ist ideal dazu. Echt mal, ja. Ja, 98%. Ich habe es gerade mal seit einer Woche und ich habe schon durch. Da sieht man, wie krank ich bin. So. Alles, was ich mache, ist ein Level spielen. Ein einziges Level. Und zwar den Goldenen Tempel. Laufen wir mal hin. Los, Donkey, lauf, du dumme Affe. Das ist ein Bonus-Level. Das bekommt man, wenn man in den. Wenn man in jedem Level in diesem Spiel alle DK-Buchstaben. Also DKONG. DKONG. Wo kommt das D denn her? KONG bekommt. Dann kommt man zum Goldenen Tempel. Wo der Donkey Kong hier eine riesige Banane hochhält. Ja. Also man muss wirklich jeden Buchstaben hier im Spiel bekommen, damit man halt dazu kommt. Weil dann schaltet man in jeder Welt ein Bonuslevel frei, in dem man eine Perle bekommen kann. Und wenn man alle 8 hat, schaltet sich halt, nachdem man den Endboss besiegt, hier diese Welt frei. Und da landen wir einfach hier in einer Bonuswelt. Die verdammt scheiße ist. Also an sich ist das geil natürlich. So kann man es nicht sagen. Ich habe jetzt bis zu einem gewissen Teil gespielt und ich habe mir gedacht, du regst dich doch sowieso auf. Zeig's den Leuten doch auch. So, ich kann euch dann auch gleich sagen, falls ich irgendwann mal zu dieser Stelle hinkommen sollte. Welche das ist und bei der ich mich auch. Geh doch weg, du dummer Vogel. So, komm, Koala. Einmal Nacht auf den Zaun. Den dieser Koala macht beim Sterben. Wenn man dreimal auf den Gegner springt, bekommt man eine Bananenmünze. Also halt dreimal auf den Gegner, ohne den Boden zu berühren. So, die Bananen, die wippen hin und her. Oh, genau, die Pflaumen fallen runter. Oder die Trauben. Ich glaube ja, das könnte beides sein. Die roten Vögel verfolgen uns. So. So, komm. Schnell durch, bevor der schießt, bevor der schießt, bevor der schießt! Huschalala! Jetzt kommt von hinten gleich noch einer. Genau der da, der mich getroffen hat. Egal, hier ist noch ein Herz drin. In dem Ding hier. Ich schmeiß mal eine Bombe her. Dann bist du tot. Und dann bist du tot! Nicht. Jetzt bist du tot! Ach, wie eine Banane. Bombe. So. Ja, ich war hier schon dutzende Male. Geh da hoch, du dumme Affe. Wie viel Leben ich hier schon verloren habe. Das Schönste ist, ich wollte ja einfach gerade mittendrin einsteigen, um euch das zu zeigen. Und was passiert? Während ich gerade meine Wii anschließe, geht urplötzlich das Stromkabel einfach mal aus der Wii raus. Geht wieder hoch, du dumme Erdbeere. Ja, geht das Stromkabel von der Wii einfach raus und ich. Ja, weg. Ach, jetzt habe ich total vergessen, dass ich hier noch die Puzzleteile holen muss. Denn im Spiel kann man Puzzleteile sammeln, um. Nein, 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 nein! Nein, du dumme Affe! Ja, man kann Puzzleteile sammeln, damit kann man in der Bildergalerie ein paar Sachen freischalten. Ja, ich habe schon ein paar. Irgendwann werde ich es auf 100% durchspielen. Privat. Und vielleicht kommt es dann als Let's Play. Obwohl, was sage ich da? Vielleicht. Das Spiel wird auf jeden Fall als Let's Play kommen irgendwann. Das passt doch wundervoll in meine Donkey Kong-Reihe. Donkey Kong-Kann-Spiel-Reihe. Ich habe. Ich wurde von einem Stachel erst. Nein! Oh Gott! Dummer Vogel hat mich fast getötet. So, mit der Banane. Man kann ja auch schön pusten. Pust! So ein Herz. Ja, natürlich war es aber Donkey Kong Country 2 fertig gemacht, ne? Sobald der liebe Sui mal wieder mit mir aufnehmen kann. Und das wird nicht direkt im Anschluss, aber auch irgendwann natürlich auch folgen, weil das gehört ja einfach dazu. Wow, ich hasse dich, du Affe. Also ist das vorher schon
bevor ich angefangen habe, glaube ich, eine halbe Stunde dran. Und ich habe nicht, glaube ich, selber, ich glaube, noch nicht so weit gekommen. Also weiter als das, was ich bisher gezeigt habe, aber schieß mich nicht ab. So, Vogel tot. Bombe auffangen und Koala tot. Hier wieder die Bananenmünze rausholen. Kann man immer gut gebrauchen. Hier im Shop kann man sich für Bananenmünzen bei Cranky ein paar Sachen kaufen. Zum Beispiel kann man sich auch Leben kaufen, was ich... Wow, wow, und... Oh! ...des Öfteren schon ausgenutzt habe. Ja. Ich kaufe mir Leben. Und da fliegt meine... Natürlich, die Bananenmütze, da hole ich mir jetzt auch. So, jetzt möchte ich aber an das Puzzleteil hier dran kommen. Komm. Spring! Nein! Ich hasse dich, du Affe. Lalalala. So, komm. Ja, wenn man hier zum Beispiel auch alle Bananen sammelt, kriegt man hier auch Bananenmünzen an den Stall. Das habe ich schon ausprobiert. Deswegen werde ich die, wo man nur Bananenmünzen bekommt, auch einfach auslassen. Weil ich habe fast 800 Bananenmünzen. Ich brauche keine mehr. Wow, geh mir weg. Nein. Das war knapp, verdammt. Wow. Hier, ich kann rückwärts schmeißen. So, komm, nur dahin, aktivier dich mal. Versuch mal nach mir zu schießen. Und triff nicht. Oh je, Banane. Oh je, oh je. So, hier war auch nur eine Banane in der Münze. So, jetzt schnell hier durch. Alle Bananen einsammeln, sonst erscheint da oben das Puzzleteil gleich nicht. Ducken. Ach, ich hab's vergessen, dass der drei Schläge braucht. Verdammt. Nein. Nein. Nicht. Geh weg. Hoch. Oh. Gut. Jetzt habe ich das Puzzleteil erstmal. Das Gute ist, Puzzleteile bleiben, auch wenn man stirbt. Also sprich, die muss man danach hier nochmal sammeln. Man muss nur das Level halt danach schaffen, wenn man die einmal eingesammelt hat. Nein, runter! Nein, jetzt hab ich deine Hände reingeflogen. Mal weg, du dumme Bombe. Du bist weg und du bist nicht weg. Aber du bist mit der Bombe weg. Ja, die Puzzleteile, die bleiben, selbst wenn man stirbt. Was nicht bleibt, sind die Decay-Buchstaben. Kong-Buchstaben also. Weil, ja, die muss man halt alle nochmal sammeln. Je nachdem, wie weit man kommt. Wenn man bis zum Checkpoint kommt, dann behält man auch alle, die man bis zum Checkpoint hatte. So, jetzt will ich an das Puzzleteil da oben dran kommen. Au, ja. Rutsch doch erstmal runter, du dummer Affe. Dafür rollen wir uns einfach. Und gehen dahin. So, das sind zwei Puzzleteile, die behalten wir jetzt auf jeden Fall. Nein, du dummer Affe! Noch geht es. Noch geht es, ja. Aber so langsam, ja. Habe ich keinen Bock mehr auf immer wieder dieselben Stellen und fange an, ungeduldig zu werden. Und mache hier ein bisschen Headbang. Roll mich hier rüber. Mache hier fast Selbstmord. Töte den Vogel! Und er wollte die Bombe eigentlich in der Luft auffangen. Der wäre so stylisch gewesen. Aber Wayne. Also das Herz hier aus der Pusteblume. Ja, mal gucken, ob ich das ganze Level mache oder... Einfach gleich nach einem Video einen Schnitt und dann in kurz vor das Ende. Ich nehme einfach weiter auf und zeige am Ende nur den Run, bei dem ich das Teil geschafft habe. So, komm rüber. So, hier schnell mit kleinen Sprüngen rüber. Man kann noch kleine, man kann große Sprünge machen und rüber! So, einer weg. Einer schießt gleich von hinten noch. Genau, der da, der mich erwischt hat. Meine ich auch. So, Koala Time. Meine Bombe. Wird nach hinten werfen, du Affe. Ach, wirf doch in welche Richtung auch mal du willst hier. Down with the Koala. Nein. Ich wäre jetzt gestorben, wenn ich gesprungen wäre. Weil unser dummer Affe zu doof ist. Auf eine Kirsche zu landen! Ja, das Level hat es in sich. Das Schöne ist, normalerweise kann man in jedem Level Didi benutzen, der ein Jetpack auf dem Rücken hat, mit dem man für einen kurzen Moment in der Luft schweben kann. Vergleicht man es einfach mit Didis, mit Dixies, Haarflug. Nur in... Nur in schlechter. Weil mit Dixie kann man
viel länger. Obwohl, mit Dixie geht man nach unten, mit Didis kann man eher waagerecht bleiben, also von daher. Du bist so ein dummer Affe. Lalalala. Ja. Mit Didi kann man halt so ein bisschen schweben. Das wäre hier in diesem Level mehr als praktisch. Hm? Achso, ich habe Leben bekommen. Oh, 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 ey. Rutsch mir nicht in den Toto, dummer Affe. So, spring. Flieg. Nein! Ja. Wie gesagt, mit Didi wäre das alles viel einfacher, aber da das ja nur ein Bonus-Level ist, wird hier einem Didi nicht gewährt. Ist auch untergefallen, erst auf. Also wird hier einem Didi nicht gewährt und man muss alles mit Donkey Kong alleine schaffen, von Anfang bis Ende. Didi kann man herhaben, wenn man ihn von Anfang an mal mitbringt, aus einem anderen Level. Aber auch einmal tot und... Ja, ich brauche kein Herz. Einmal tot und das war's wieder mit Didi, also das bringt ja auch nicht so viel. Nein! Doch! Knapp! So, auf die Pflaume, auf die Taube, auf die Erdbeere, an den Bananen vorbei. Dummer Vogel kaputt, so. Schnell durch, schnell durch. Du schießt gleich, du schießt gleich, du schießt gleich, aber nicht mich an. So. Hoch und... Ach, Baby fliegt er immer rein. Das nächste Mal rolle ich mich einfach durch. Nee, nee. Sagen wir es anders. Ich hoffe, es gibt kein nächstes Mal! Weg! Das war dumm. Das war super. Und zwar nicht so. Elegant. Ich hasse diesen Affen, ja. Ich hasse ihn so sehr. Das ist falsche Musik, denn die gehört zu Yoshi. Die Musik in dem Spiel ist auch wundervoll. Ach nee, Moment, ich kann den gar nicht. Nein, Moment! Auf der anderen Seite war mein Herz. Stirb! Mein Herz. Da ist ein Herz drin. Willst du haben? Meins. So. An dem vorbei. Auf die Pflaume. Auf den Vogel. Das war ja cool. Im Sprung noch mit einer Wisch. Ja, gut. Den Vogel kann ich töten, indem ich ihn einfach wegrolle. Das heißt. Rollen und. Jump. Skills. Okay, das war schön. So. Guck mal her. Was ist das? Die nehme ich nicht. Weil die mir in der Hand explodieren. Explodieren. Denk, denk, denk. In der Hand explodiert wäre. Ja, so. So, stopp. Ich bin ein Affe, ich darf mich von Kirschen weghauen. Von explodierenden Kirschen. Hat die wohl jemand zu lange in der Mikrowelle gelassen oder was? Ein dummes... Ich muss sagen, das Spiel an sich ist geil. Es hätte bei mir die Note 2+. Und warum nicht gleich eine 1? Weil die Steuerung scheiße ist. Das ist so ein... Einfach nur ein dickes Minus, die Steuerung. An sich geil hier. Springen. In die Gegner reinspringen auch noch. Hier greifen. Laufen. Das ist dieselbe Taste wie greifen. Nach links und rechts gehen. Aber welcher Knopf ist natürlich total beschissen gelegt? Und zwar einer der wichtigsten überhaupt in Donkey Kong. Der Rollknopf! Und der Vogel, in den ich fliege, nicht rein, Knopf! Der Roll... Ja. Vor allem ein Rollknopf könnte... Wäre ja schön, das mal wenigstens sagen zu können. Das ist ja noch nicht mal ein Knopf. Das ist Wiimote schütteln. Und wie wir ja alle wissen, die Wiimote reagiert doch immer so schön auf jede Bewegung, die man macht. Nein, 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 nein! Oh. Toll. Jetzt war ich so abgelenkt, dass ich einfach mal in den Vogel reingeflogen bin. Hier frisst das und die Bombe weg. Also, Wiimote schütteln, um zu rollen, das ist wirklich das Dümmste, was Nintendo gemacht hat hier bei diesem Spiel. Ne, ne, ne. Du kriegst mich nicht. Das finde ich jetzt wirklich ein dickes Minus an dem Spiel. Zum Glück auch das Einzige. Das Spiel an sich ist einfach nur geil. Die Level sind geil. Die Musik ist geil. Donkey Kong auch. So, Sprung rüber und... Nein, 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 nein! Und da fliegt... Wow! Wo kam der Stachel denn her? So, weg mit dir.
und rechne dir. Moment, ich mache hier mal einen kurzen Schnitt. Bis gleich.